Hallo, liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zu einem Spiel, das ich, glaube ich, gar nicht so einfach beurteilen kann oder gar nicht so einfach darüber sprechen kann, weil es gar nicht so einfach ist, über Death Stranding zu reden. Eines der genialsten Spiele, die ich jemals gezockt habe und eines der großartigsten Spiele, die dieses Jahr erschienen sind. Ja, ich stehe hier ein bisschen beladen, also jetzt nicht allzu viel für Death Stranding-Verhältnisse, aber doch mit ordentlich Gepäck auf dem Rücken. Und ich habe ungefähr so 15 bis 20 Stunden gespielt, ich weiß es nicht mehr genau. Ich war in den letzten Tagen ein bisschen krank und habe die Zeit deswegen sehr zum Spielen genutzt. Mich hat einfach eine Grippe erwischt, ist ja auch die Jahreszeit dafür. Glücklicherweise erschien zur gleichen Zeit Death Stranding. Ich habe mir das Spiel gekauft und mich einfach überraschen lassen, denn ich war vorher vom Hype noch nicht allzu sehr erwischt. Also das Spiel ist ja nun schon seit 4 Jahren in aller Munde, die mysteriöse Ankündigung gefolgt von nichts aussagenden Trailern und einigen sehr skurrilen Aktionen, die Hideo Kojima, der Schöpfer und Feingeist hinter diesem Titel, sich getraut hat, muss man schon fast sagen. Die haben mich jetzt alle nicht so mitgerissen, aber das hat sich kurz vor Release nochmal geändert, denn es gab einen sehr ungewöhnlichen Move von Sony und Hideo Kojima. Denn eine Woche vor Release durften schon Testberichte online gehen. Das ist ja heutzutage eher selten, dass es so früh Tests zu einem Spiel gibt. Meistens ist es ja so, dass die Tests erst ganz kurz vor Release, wenn nicht sogar erst zum Release erscheinen dürfen. Bei Death Stranding hat man sich getraut, die Tests schon eine ganze Zeit früher loszuschicken, eine ganze Woche. Und ich habe sie gelesen, also vor allem den Test von der GamePro, habe ich gelesen, habe mir gedacht, wow, das ist eigentlich genau das, was du spielen möchtest, denn das klingt alles sehr interessant. So, dich nehme ich jetzt mal mit. Kann ich dich mitnehmen? Ich kann dich mitnehmen. Sehr gut, vielen lieben Dank. So, das las ich so interessant, dass ich mir dachte, Mensch, irgendwie fasziniert dich dieses Spiel jetzt schon. Ich meine, ich habe ja vorher die Trailer gesehen, den grandiosen Launch-Trailer, 7 Minuten, der auch einiges von der Story spoilert, muss man ja sagen. Auch da also wieder alles sehr ungewöhnlich im Vergleich zu anderen modernen Titeln. Und ja, jetzt bin ich hier und habe mein ganzes Wochenende in dieses Spiel versenkt und bin 100% davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war. Denn Death Stranding ist einfach grandios und ein bisschen was von dieser Grandiosität möchte ich euch heute zeigen. Ich habe mir bewusst eine Stelle jetzt ausgesucht, bei der die Story noch nicht so viel spoilert. Also ich werde euch jetzt hier nichts großartig aus der Story zeigen oder erzählen, was man nicht sowieso in den ersten 10, 20, 30 Minuten schon erfährt. Und ansonsten möchte ich euch einfach die Welt zeigen. Die Welt von einem Spiel, wie ich es so noch nie gespielt habe, muss ich wirklich sagen, mag jetzt ein bisschen übertrieben klingen und bestimmt sagt jetzt auch der eine oder andere, ah, jetzt erzähl doch mal nicht hier und das ist doch alles schon alt und da gewesen. Mag sein, aber Death Stranding ist trotzdem grandios. Alleine schon hier diese Autobahn, das muss man ja schon mal erklären. Diese Autobahn, die haben wir Spieler gebaut, die steht hier normalerweise gar nicht. Denn in Death Stranding geht es darum, nicht so wie ich jetzt die Fracht von anderen Spielern zu zerstören, indem man drüber fährt, sondern es geht darum, eine Welt zu versorgen als Kurier. Das bin ich. Ich bin ein Kurier. Ich habe ganz viele Waren auf dem Rücken. Ich habe hier Motorrad unterm Arsch und ich fahre gerade mit Höchstgeschwindigkeit durch eine Landschaft, die mir eigentlich feindlich gesinnt ist. Und das ist das Besondere an dem, was ich hier gerade erlebe. Denn jeder, der angefangen hat, Death Stranding zu spielen, der weiß, wie schwer es ist, von A nach B zu kommen. Weil es gibt ja zum einen böse Geister, die einem ans Leder wollen. Oder einem ans Leder wollen. Es gibt Mules, also fiese Banditen, die dir deine Ware klauen wollen. Es gibt Stock und Stein, liegt dir im Wege. Ist halt schlecht für die Balance, wenn du so voll geladen bist wie ich gerade.
Und das alles macht dir das Spiel nicht gerade leicht. Ja, und dann kommt eine Autobahn daher und ein Motorrad und plötzlich beginnst du diese Welt zu beherrschen. Und ich glaube, das ist für mich einer der wichtigsten Aspekte, die dafür gesorgt haben, dass ich so ein krasses Wohlgefühl beim Spielen hatte, dass ich tatsächlich die Zeit vergessen habe. Also ich habe die ersten Abende gezockt. Das mag für den einen oder anderen vielleicht normal sein, aber ich bin jetzt jemand, ich kann mich nicht lange an Spiele fesseln, wenn ich nicht aufnehme. Also wenn ich für mich privat zocke, mal so 1-2 Stunden, ja, okay. Aber dann meistens auch wieder was ausmachen, was anderes zocken. Also ihr wisst, was ich meine. Und Death Stranding habe ich plötzlich 4-5 Stunden am Stück gespielt. Und das ist für mich schon echt eine Zeit. Das muss ich sagen. Ja, und einer dieser Momente war eben die Fertigstellung auch unter anderem dieser Autobahn. Schon lange davor, als ich die erste Brücke, die von einem Spieler kreiert wurde, gesehen habe, war ich schon hin und weg. Das ist ja dieser passive Multiplayer hier. Wir sehen uns zwar alle nicht, wir Spieler, aber wir spielen trotzdem zusammen. Wir spielen in einem Team, denn wir müssen diese Welt wieder zusammenführen. Das ist unsere hochheilige Aufgabe. Deswegen haben wir hier diesen riesen Abschnitt mit einer Autobahn versehen, die wirklich bis wohin reicht die eigentlich? Ja, bis hier zum Verteilerzentrum südlich von Lake North City. Das ist ein Riesenstück auf der Karte. Hier sehen wir zum Beispiel diesen Bereich, der hier so gelb umrandet ist. Da sind fiese Diebe unterwegs. Dann gibt es andere Bereiche, die sehen wir jetzt zwar hier gerade nicht, aber die sieht man, wenn man hier in die Ferne guckt, seht ihr ja überall manchmal so schwarze Striche, so kleine Haarfäden von oben nach unten. Da sind die bösen Geister, da sind die GDs. Und den bösen Zeitregen, den gibt es auch noch, ne? Der überfällt uns auch und das alles macht uns das Leben nicht leicht hier in der zerstörten Zukunft. Was ist hier eigentlich passiert, für diejenigen von euch, die es nicht wissen? Death Stranding spielt in einer Zeit, ich weiß gar nicht so genau wann. Da habe ich mich noch gar nicht mit auseinandergesetzt, müsste ich mal nachforschen. Auf jeden Fall in der Zukunft und da ist was passiert. Und man nennt es die Ankunft des gestrandeten Tods, was im Endeffekt eine Vermischung der Welt der Lebenden und der Welt der Toten ist. Und das sorgte dafür, dass fast die ganze Menschheit ausgestorben ist, bis auf ein paar Hunderttausend, die jetzt wahrscheinlich weltweit, ich weiß es nicht, aber ein paar Hunderttausend, die hier noch leben und die sich in die großen Städte zurückgezogen haben. Städte hier wie Lake North City. Und diese Städte, die sind isoliert, kann man am besten sagen. Also sie sind abgeschnitten, abgetrennt voneinander. Sie funktionieren unabhängig. Weil zwischen den Städten lauert der Zeitregen, lauern die GDs und wenn die GDs einen Menschen erwischen, dann gibt es eine fiese Explosion, die ganz, ganz viele Menschen in den Tod reißt und damit ja, am Ende weiter für das Aussterben der Menschheit sorgt. Und deswegen brauchen die Menschen uns. Uns Boten, uns Kuriere, die wir uns aufmachen, zwischen den einzelnen Regionen zu vermitteln, Ware zu transportieren, den Menschen zu helfen. Das ist unsere Aufgabe. Und wir haben zudem noch die Aufgabe, dass wir alle Städte, alle Siedlungen, alle Bunker, die wir finden, an ein großes Netzwerk anschließen sollen, damit sie noch besser miteinander kommunizieren können. Und das ist die Aufgabe, die wir als Sam Porter Bridges haben, hier gespielt von Norman Reedus. Ihr habt es ja mitbekommen, ganz viele bekannte Schauspieler hier bei Death Stranding am Start. Er ist die Hauptfigur. Und ihn steuern wir auch die ganze Zeit auf seiner Mission quer durch Amerika, alle ans Netzwerk anzuschließen, die Menschheit wieder zu vereinen, zu verbinden, damit man eine Lösung finden kann gegen das Unlösbare, gegen das Bekämpfen des Todes, des gestrandeten Todes, der GDs. Alles nicht so leicht. Und das ist das Feeling von Death Stranding. Es geht sehr viel um Einsamkeit, um Isolation, um das Bezwingen des Unbezwingbaren einer Umwelt, die einem nicht freundlich gesinnt ist. Das ist mit der Kerninhalt dieses Spiels. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das ungefähr abläuft. Und zwar
Habe ich eine Aufgabe oder habe ich sie noch gar nicht angenommen? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich muss nämlich weitere Siedlungen ans Netzwerk anschließen. Ich habe euch einfach mal diese Autobahn hier zeigen wollen, weil die halt so extrem cool ist. Also die ist halt, die ist hier halt nicht, wenn ihr hierher kommt. Wenn ihr hier ankommt, da müsst ihr hier alles, hier zeige ich euch mal, müsst ihr hier alles, ihr wie ich jetzt, über Stock und Stein hier machen. Und ihr seht schon, oh verdammt, jetzt muss ich wieder mein Gewicht verlagern. Ne? Death Stranding ist ein Balanceakt. Ne? Je nachdem, wie gut ihr ausgerüstet seid. Gut, ich habe jetzt hier schon meine Beinkraftstütze Stufe 3. Ich bin also schon ein bisschen stärker. Aber trotzdem, wenn ich jetzt nicht aufpasse, ich kann es ja mal zeigen. Und ich renne jetzt hier einfach mal und springe noch ein bisschen. Ah, jetzt will es natürlich gerade nicht passieren. Ja, ich will es mal herausfordern. Ist eigentlich nicht so gut. Wenn ich nicht aufpasse, passiert das. Und dann beginnt auch mein kleines Baby hier zu kreischen. Ihr hört es gerade aus meinem Controller. Das muss ich jetzt erstmal beruhigen. Ja, dieses Baby, BB genannt, ich beruhige es jetzt erstmal. Das brauche ich, um die bösen Geister, um die GDs zu sehen. Denn dieses Baby, und das will ich euch jetzt nicht verraten, was es damit auf sich hat, aber das hat eine Fähigkeit. Dadurch, dass es auch mit Leben und Tod sozusagen in Verbindung steht, hilft es mir, die bösen Geister zu sehen. Denn die kann man normalerweise nicht sehen. Die würden mich einfach nur überfallen. Und das wäre natürlich nicht so gut. So, jetzt muss ich erstmal meine Ware ganz schnell reparieren. Deswegen lasst mich mal ganz kurz das Reparaturspray benutzen. Zum Glück geht das ja. Zum Glück kann man das machen. So. Habe ich ganz kurz mal in meiner Fracht, die man hier übrigens wunderbar sortieren kann. Dieses Spiel ist ein Simulator. Also Hideo Kojima hat hier wirklich alle Ideen verarbeitet von Spielegenres, die in den letzten 5 Jahren erfolgreich waren. Wir haben Elemente aus Survival Games, Elemente aus Minecraft, Elemente aus Simulatoren, Elemente aus Horrorspielen, aus narrativen Spielen. Also wirklich, es ist wie ein Mix aus dem Landwirtschaftssimulator, trifft auf Minecraft, trifft auf nimm irgendein x-beliebiges Survival-Game, trifft auf The Last of Us, trifft auf Silent Hills. Also wirklich trifft auf alles irgendwie. Dieses Spiel ist so ein Potpourri von Dingen, die erfolgreich waren. Es ist einfach krass. So, ich überlege jetzt gerade, ich habe nämlich jetzt hier noch eine Lieferung. Hier, zack, dieses Riesenfass hier, das ist eine Lieferung. Und die muss zum Handwerker gebracht werden. Das machen wir jetzt auch. Ja, man kann hier übrigens alles selbst einstellen. Also, wo ich hier die einzelnen Teile trage, das kann ich alles selbst angeben. Ich hoffe, mein Motorrad ist noch da. Ja, da hinten ist es. Ich bin noch nie mit einem fremden Motorrad gefahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Och, nicht nochmal hinfallen. Ich bin noch nie mit einem fremden Motorrad gefahren, deswegen musste ich erstmal schauen, dass es halt da ist. So, ja, zum Handwerker weiß ich, wie es dahin geht. Alles klar, dann können wir da auch noch ein bisschen hochleveln. Also Hideo Kojima hat dieses Spiel ja damals angekündigt, kurz nach seinem Abgang bei Konami. Dort sollte er ja Silent Hills entwickeln mit Norman Reedus, also als Hauptdarsteller. Da gab es ja auch PT, den berühmten Playable Teaser. Aber dann wurde das Projekt eingestampft, ohne dass Gründe genannt wurden. Und aus der Asche des Ganzen ist dann Death Stranding entstanden. Ein Spiel, wie es so, finde ich, vorher noch nicht gab. Weil es sind so viele Elemente drin, dass das Ganze sehr gewaltig wirkt und auch ist. Und vor allem in Sachen Pacing nicht jedermanns Sache ist. Und auch nicht jeder Fraus Sache, der Korrektheit Genüge getan. Ganz einfach, weil dieses Spiel erzählt sich sehr langsam. Ich bin schon 15 Stunden drin und habe ungefähr so 20% des Spiels beendet. Also man kann ja so 40 bis 50 Stunden kann man einplanen ungefähr. Also wer schon mal ein Hideo Kojima Game gezockt hat, zum Beispiel Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, der weiß, diese Spiele sind sehr langwierig und erzählen sich auch etwas langsamer. Dafür nimmt man halt intensiver die Spielwelt wahr. Und das ist, finde ich, ja das Besondere, was auch bei Death Stranding der Fall ist. Weil neben dieser sehr, sehr krass inszenierten Mystery Story mit den vielen tollen Schauspielern wie Mads Mikkelsen, Norman Reedus, Starregisseur Del Toro und auch vielen anderen,
die wirklich diese Story, die diese Story wirklich nochmal mit extra Leben füllen, muss man vor allem die Spielwelt erkunden. Das ist hier das Allerwichtigste und das braucht Zeit und das ist auch gar nicht so leicht zu beschreiben. Also das muss man wirklich am besten selbst machen, wenn man sich dafür begeistern kann. Und ich finde es halt super spannend, also viele, mit denen ich drüber geredet habe, die wussten zuerst genau wie ich gar nicht so richtig was mit Death Stranding anzufangen, weil die Trailer waren irgendwie so komisch und auch diese sehr seltsame Präsentation auf der E3 mit in die Gegend pinkeln und so weiter, das sah alles so nach alles unter nichts aus. Und jetzt, wenn ich es selbst spiele, es ist wirklich eine kleine Offenbarung. Es ist nicht das beste Spiel dieses Jahr. Es gibt dieses Jahr extrem viele sehr gute Spiele. A Plague Tale zum Beispiel oder Resident Evil 2 zum Beispiel. Es gibt wirklich sehr, sehr viele coole Spiele. Auch Devil May Cry 5 hat mir dieses Jahr sehr viel Spaß gemacht. Aber ich weiß, dass, auch wenn es vielleicht nicht die Nummer 1 wird, wird Death Stranding für mich einen ganz wichtigen Punkt dieses Jahr markieren. Ein ganz wichtiger Release dieses Jahr sein. Ein Spiel, in das ich ohne Probleme wirklich ganz viel Zeit investieren kann. So, jetzt geben wir aber erstmal unser Maschinenöl ab. Denn abgesehen von all dem schönen Gerede, jetzt hier mal so ein bisschen die Logik, was bekommen wir eigentlich für das Abgeben von Waren? So, wir haben es jetzt eingelagert, jetzt bedankt er sich gleich bei uns. Keine Ahnung, wie ihr Bridges-Leute das schafft. Ist wieder total begeistert von meiner Leistung. Und dann gibt's Likes. So ähnlich wie bei Facebook, nur dass die hier wirklich einen Wert haben. Und zwar erhöhen die meine Verbindungsstufe, die ich zu ihm habe. Ihr seht, ich bin schon fast bei 5 Sterne beim Handwerker. Hier auf diesem Abschnitt der Karte gibt es den Ingenieur und den Handwerker. Die sind vor allem dafür wichtig, weil sie Gadgets herstellen, die ich nutzen kann, um noch besser in der Welt unterwegs zu sein. Außerdem bin ich mittlerweile Botenklasse 127. Deine Tat. Weiter so. Und ich dürfte eigentlich nochmal eine Blutgranate kriegen? Nein, kriege ich nicht. Schade. So. Ah genau, ich kann jetzt bei ihm auch eigentlich gleich einen Auftrag noch mitnehmen. Man soll ja nicht mit leeren Händen losreisen. So, Auftrag annehmen. Hat er irgendwas, was ich... Leider alles nichts, was mir was bringt. Ich könnte... Ja gut, nee, für euch ist das jetzt alles nicht so spannend. Deswegen... Ich will auch gar nicht erklären, wie Death Stranding funktioniert. Das soll jetzt hier kein Help-Video werden. Das soll ja eigentlich eher ein Palaber-Video werden. So. Genau, also auf diesem Abschnitt der Karte bekommt man halt, wenn man bei dem Ingenieur und bei dem Handwerker levelt, bekommt man halt bessere Gadgets. Genauso gibt es auch noch die Wetterstation und die Zeitregenfarm, da kann man auch noch leveln. Das habe ich nur noch nicht so viel gemacht, deswegen, da muss ich erstmal schauen, was dabei herauskommt. Aber ich muss ja noch 2 neue Orte auf der Karte erkunden und das mache ich jetzt einfach mal mit euch zusammen, damit ihr so einen gewissen Blick dafür bekommt, was hier eigentlich abgeht. Die Optik des Spiels ist extrem schön und das Spiel ist auch sehr sauber programmiert. Es verwendet die Decima Engine, das ist die Engine von Horizon Zero Dawn, ist also eine sehr, sehr gute für die PS4 optimierte Engine. Ich zocke gerade auf der PS4 Pro in 4K 30, ich glaube das Spiel hat nur 30 FPS, ich weiß es gerade gar nicht, aber ich glaube es dürften nur 30 FPS sein, deswegen 4K 30 bei mir. Aus dem Test, den ich in der GamePro gelesen habe, entnehme ich, dass das Spiel wirklich keine Bugs hat. Also vielleicht ganz kleine, die man selten merkt. Keine Performance-Einbrüche. Es ist extrem sauber programmiert. Kojima und sein Team, die haben sich hier alle Mühe gegeben, ein richtig, richtig tolles Spiel abzuliefern. Es kann natürlich in Sachen Umfang nicht mit einem Witcher 3 oder so mithalten. Es ist halt dann doch sehr eigen, sehr repetitiv, muss man sagen. Man macht halt sehr oft das Gleiche. Es ist auch eher was für Leute, die auf Entschleunigung stehen. Also wer jetzt hier natürlich eher nur Action, Action, Action will, der wird hiermit auf Dauer natürlich auch 1-2 Problemchen haben. So, jetzt wollen wir nämlich mal weiterkommen. So, wir müssen jetzt 2 neue Orte erkunden, den Schrotthändler und den Filmregisseur. Ich würde sagen, wir nehmen uns den Regisseur vor. Wir können eigentlich beide machen. So, für den Regisseur brauchen wir 1 Kilo, müssen wir transportieren. Für den Schrotthändler müssen wir 15 Kilo. Wichtig ist eben, wir müssen die beiden davon überzeugen, sich ans Netzwerk anzuschließen. Ob wir das schaffen, ich weiß es noch nicht, finden wir gleich heraus. So, ich nehme auf jeden Fall... Der Lastenschweber erinnert an eine Zugkarre. Chirale Kristalle lassen ihn in der Luft schweben, weshalb ihm unwegsames Gelände nichts ausmacht.
Du kannst einen mit Fracht beladen und mit minimalem Aufwand zu deinem Ziel ziehen. Wenn dir einer nicht reicht, kannst du einen zweiten Lastenschweber dahinter hängen. Beachte nur, dass Schweber für den Betrieb stetig chirale Kristalle benötigen. Du musst genug mitführen, um dein Ziel erreichen zu können. Okay, machen wir jetzt einfach mal. Ich habe das noch nicht gemacht, das machen wir jetzt einfach mal. Bolagun habe ich dabei, Blutgranate habe ich, 4 Stück dabei, ein Auto habe ich, einen Three-Wheeler, einen Dreiradler habe ich auch, von daher alles gut. Nur chirale Kristalle muss ich da noch mitnehmen. So, ich nehme mir dich jetzt einfach mal mit und alles schön auf dem Rücken packen. So, und in die Hand. Alles schön neu ordnen. Perfekt. So, habe ich alles dabei. Brechen wir auf. Genau. Also natürlich gibt es, es gibt halt immer wieder Cutscenes, die teilweise auch länger sind. Wer mal ein Kojima-Game gezockt, oh Gott. Wer mal ein Kojima-Game gezockt hat, der weiß, dass die Zwischensequenzen hier mal locker flockig eine halbe Stunde gehen können. Ich habe gehört, dass die letzte Zwischensequenz in Death Stranding extrem lange sein soll. Also extrem lang sein soll. Ah, guck mal, jetzt ist er aufgegangen. Ah, jetzt kann ich hier das Frachtmenü öffnen. Ha, ich mache das gerade zum ersten Mal, wie gesagt. Und jetzt sage ich, okay, ich will zum Beispiel, dass er die alten Teile für mich trägt. So. Genau, auf den Lastenschweber laden. Da kann auch ein bisschen mehr was drauf. So, dann packe ich da jetzt auch noch drauf. Was packe ich da noch drauf? Das Tablet packe ich jetzt da auch noch drauf. So. Bestätigen. Gut, den trage ich jetzt hinter mir her. Und jetzt? Schieber befestigen. So, habe ich gemacht. Ah ja, cool. Seht ihr, das mache ich jetzt hier gerade auch zum ersten Mal. Muss alles mal zum ersten Mal ausprobieren. Kann ich damit jetzt eigentlich auch auf meinem Moped oder muss ich jetzt die Strecke laufen? Ah, okay, ich kann mein Fahrzeug dann nicht benutzen. Okay, dann werde ich mal vorsichtshalber meine Waffe ausrüsten. Meine Bowler Gun. Und dann bewegen wir uns mal einfach vorwärts hier über Stock und Stein. Da vorne hat zum Beispiel schon ein Spieler eine Brücke gebaut. Sonst müssten wir uns hier übers Wasser bewegen. Müssen wir aber zum Glück nicht. Denn das Problem bei Wasser ist oft tief. Und da verlieren wir unser Gleichgewicht. Wenn wir unser Gleichgewicht verlieren, dann fallen wir auf die Nase. Ist also wieder nicht so gut. Oh, jetzt gerade noch eine Strecke, die ich mir abgespeichert hatte. Die löschen wir mal. Markierungen. So, erstmal alle Markierungen gelöscht, dass ich hier nicht durcheinander komme. Ja, man kann hier überall so Schilder in die Welt stellen. Das ist halt super witzig. Und damit auch den Spielern so Botschaften geben, wo zum Beispiel Geister gesichtet wurden, in welchem Bereich. Oh, meine Stiefel sind fast kaputt. Naja, gut. Aber die Strecke werden sie schon noch durchhalten. Ja, wenn nämlich meine Füße, also meine Stiefel runtergelatscht sind, dann werden meine Füße blutig. Und dann ist es auch wieder nicht so einfach mit dem Gewicht. Mit dem Gleichgewicht meine ich. Deswegen immer für Schuhwerk sorgen. Kann man sich alles craften. Das Craften funktioniert super simpel. So, wo gehen wir jetzt eigentlich zuerst hin? Ein ganz cooles Feature ist nämlich, dass wir uns hier so Wege einzeichnen können. Wir wollen ja zuerst zum Filmregisseur. Zack, zeichne ich mir jetzt einen Weg. Und wenn ich jetzt hier rausgehe, dann habe ich hier so eine Linie. Und ich kann diesen Weg halt auch, also ich kann zum Beispiel sagen, ich will zuerst hier hin und dann will ich vom Filmregisseur zum Schrotthändler. Zack, dann habe ich diesen Weg jetzt markiert. Das bedeutet, dass ich mir auch an Gefahren und so weiter vorbei mir so Wege markieren kann, dass ich halt auch nicht über jedes Wasser trete, wenn ich in jede Schlucht falle zum Beispiel. Oha, da hinten kommen zum Beispiel fiese Mules an. Es kann sein, dass ich bald kämpfen muss. Theoretisch, wenn sie mich versuchen zu orten, kann ich sie wegpingen. Das wurde mir erklärt, dass das funktioniert und wie das funktioniert. Das habe ich aber auch in Realität hier noch nicht gemacht, weil das ein neues Feature ist.
Oh Gott. Okay, hier müssen wir jetzt irgendwie drüber kommen. Und theoretisch könnte ich jetzt natürlich hergehen. Ah, fuck, ich habe nichts mehr zum Bauen dabei, ne? Ah, das habe ich vorhin leider schon verbraucht, weil ich was ausprobieren wollte. Sonst könnte ich jetzt hier versuchen, eine Brücke zu bauen, aber ich hätte auch gar nicht alle Materialien dabei. Weil für eine Brücke braucht man natürlich auch immer auch ein paar Materialien. So, da vorne sind jetzt ein paar Mules. Mules, das sind Verrückte. Die sind süchtig nach Kurierpaketen. Denn sie waren früher selber Kuriere. Jetzt sind sie aber böse und überfallen Kuriere, weil sie ihre Ladung klauen wollen. Also alles ein bisschen strange. Da ich aber diese übermächtige Bowler-Gun dabei habe, überfallen wir die jetzt mal einfach und klauen uns den ihr Auto. Ich zeige euch, wie das geht. Da sehen wir auch noch so ein bisschen eine Stealth-Mechanik, wie man sie noch aus guten Metal Gear-Zeiten kennen. Oh, da vorne ist eins ihrer Autos. Das können wir uns jetzt nämlich klauen, um damit schneller unterwegs zu sein. So, hier ist ein Lager der Mules. Und lange die uns nicht sehen, können wir uns jetzt hier reinschleichen. Und wir wissen alle, wie es auch bei Metal Gear Solid schon war, wenn wir schleichend unterwegs sind, sind wir immer auch schwerer zu sehen. So, den Kerl da, ganz kurz, den schnappen wir uns jetzt mit der Knarre. Wow. So. Schön. Und jetzt wissen sie, dass wir da sind. Ach fuck, wir können auch damit das Fahrzeug nicht benutzen. Na gut, dann wird das jetzt nichts. Dann müssen wir jetzt diesen Bereich hier durch. Müssen wir jetzt hier durch. Obwohl doch, ich kann natürlich auch einfach sagen. Ganz kurz das Frachtmenü geöffnet. Alle Teile, die auf dem Schweber sind, nehme ich auf dem Rücken. Dankeschön. Schweber lösen. Okay. Ich weiß gar nicht, ob der Schweber... Fuck, ich will den eigentlich jetzt ja gerade lösen. Oh, da kommen sie schon an. Die Paketverrückten. So, wartet mal. Ach, oh, fuck, jetzt haben sie natürlich auch noch ihr Autochen dabei hier. So. Her mit deinem Paket. So, her mit deinem Auto. Und natürlich nur aufpassen, weil jetzt wollen die natürlich uns auch wieder ihr Autochen wegnehmen. Oh, wird klappen, oder? Oh, Glück gehabt. Das hätte jetzt auch in die Hose gehen können. Boah. Scheiße, ja, ist es in die Hose gegangen. Ja, das war jetzt natürlich nicht gerade von Erfolg geprägt. Das kommen natürlich alle angerannt. Ah, das muss ich ein bisschen die Beine in die Hand nehmen. Also ich kann gegen die auch kämpfen. Boah, der Soundtrack kickt gerade richtig rein. Okay, wartet mal. Ja, lasst euch nicht beirren. Der Kampf gegen die Mules ist nicht so schwer. Also wir können die natürlich auch einfach verdreschen hier. Können wir einfach so machen. So. Komm mal her, du blöder Mule. So, auch noch abgeknallt. Jetzt kann ich denen auch so ein bisschen ihr Zeug wegnehmen. Zum Beispiel, oh, der hat eine Leiter dabei. Oh, die Leiter ist gerade richtig gut. Die bringt uns jetzt richtig was. Das zeige ich euch. Sagen wir jetzt die Leiter nehmen, die er dabei hatte. Und können die jetzt hier aufstellen. Und können die hier als Übergang benutzen. Geil, ne? Das ist nämlich richtig gut. Dann können das auch andere Spieler machen. Denn diese Leiter ist dann natürlich jetzt von mir platziert. Für immer hier. Zumindest bis der Zeitregen sie aufgelöst hat. Und dann können auch andere Spieler diese Leiter benutzen und damit sich das Spiel gehörig vereinfachen, ihr lieben Leute. So, Filmregisseur, der ist ja gar nicht mehr so weit weg, da hinten lang wohnt er. Ja, habt ihr auch mal einen Kampf gegen die Mules gesehen?
ist ein wichtig, also kein unwichtiges Feature hier im Spiel. Muss man mal gesehen haben. Ich renne jetzt trotzdem mal weg, weil die sind immer noch hinter mir her. Ja, da ganz hinten. Aber die hören auch irgendwann auf, mir zu folgen. Obwohl, wenn jetzt hier nochmal ein Canyon kommt. Nochmal ein Canyon kommt, dann wäre eine Leiter nochmal praktisch. Vielleicht kann noch einer von denen kurz herkommen. Aber nein, sie haben die Verfolgung abgebrochen. Ist ja auch am Ende besser für sie. Ja, also das ist, wie es ist, wenn man kein Motorrad und Highway hat. Dann rennt man hier über Stock und Stein, fällt immer mal wieder hin, muss gegen Mules kämpfen. Und über Geister haben wir noch gar nicht geredet. Das kann auch noch gleich passieren, dass wir gleich noch Geisterbesuch kriegen. Das wäre für das Spiel ganz cool. Ich würde dann auch mal einen Kampf gegen so ein Extinktionsmonster zeigen. Wobei, das könnte auch schon mal zu viel Spoiler sein. Belassen wir es dabei, dass wir hoffen, dass keine Geister kommen. Auch wenn das Spiel Death Stranding heißt und das hier gerade ganz schön nach einem Schlachtfeld aussieht. Also es ist nicht so langweilig, wie man vielleicht denkt, wenn man sich so die ersten 3-4 Stunden anguckt. Das Spiel zieht ganz schön an, was Action und Tempo angeht. Also man hat wirklich, von Kapitel zu Kapitel wird es immer mehr. So, dann sieht man hier immer wieder so ein bisschen Fracht, die hier verloren wurde, kann man mitnehmen. Hier für den Filmregisseur, es stand mit dran, deswegen habe ich es jetzt mit aufgenommen. Kann ich da hinten gleich bei ihm abgeben. WTF, Alter, wo lebst du denn? Auf dem Mond? Das ist echt eine Mondlandschaft hier und ey, nur am Stolpern. So, aber egal, wir haben ihn gleich. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So. Jetzt gebe ich ab. Liefern. So. Fracht liefern. Immer schön hier diese Animation. Was richtig cool ist, ihr seht auch einfach, wie viel Ware man da so reinschiebt. Also wenn ich jetzt ein 2-3 Pakete abgebe, schiebt ihr da auch immer 2-3 Sachen rein und nicht nur eine Sache. Das finde ich ziemlich cool, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat. Was haben wir denn hier? Eine Lieferung? Für mich? Der Zustand ist toll. Ausgezeichnete Arbeit. So, danke, Filmregisseur. Awesome, sehr gut. Und Verbindungsstufe geht, glaube ich, gleich auf... Na, nicht ganz auf 2. So, aber dann haben wir ja noch die Sachen gefunden für ihn. Ja, okay. Hilft mir gerade auch nicht, aber ich glaube, ich komme wenigstens auf 128. Oh, 129 sogar. Meisterfrachtträger. Du hast verschiedenes Klasse 30 erreicht. Du erhältst jetzt mehr Likes. Sehr schön. Mensch, da kommen wir ja direkt noch voran hier. Das berüchtigte chirale Netzwerk. Ich probiere es mal aus, aber nur das Netzwerk. Die OCA sind eine andere Sache. Also, du kannst mich doch anschließen. Na schön, dann mal los. So. Wieder ein Stück weiter auf der Karte von Amerika. Ah, guck mal, da hinten haben wir auch Geister. Lass da mal hingehen. Genau, jetzt habe ich nämlich... Das ist ungefähr so. Über den OCA-Beitritt mache ich mir später Gedanken. Ich habe hier etwas für dich. Ein kleines Dankeschön. Hier, nimm. Zeig mal her, was du hast. Ja, ich habe es jetzt ein bisschen abgekürzt. Ach, eine Sonnenbrille. Sehr geil. Oh. Die Sam-Sonnenbrille. Sehr gut. Bis dann. Vielen Dank. So. Alles ein bisschen durchgekürzt hier. Er würde jetzt normalerweise jeden Satz beenden. Aber ich wollte es einfach mal abkürzen. So, und die Sonnenbrille will ich aufsetzen. Kann ich das jetzt hier so einfach oder muss ich das in meiner... Ah, ich glaube, das muss ich dann in meiner Behausung machen. Okay.
Lasst uns mal zu den Geistern gehen. Das will ich euch noch zeigen. Beim Schrotthändler, der wird dann wahrscheinlich sagen, dass wir noch 2, 3 Aufgaben für ihn erfüllen müssen, bevor er bereit ist, uns zu helfen. Und ich hätte natürlich jetzt auch bei ihm nochmal neue Ware mitnehmen können. Aber das alles interessiert mich gerade wenig, denn ich will ja hinfallen und mir einfach alles brechen. Shit. Oh, meine Stiefel sind fast im Arsch. Wartet kurz. Mich schnell um das Baby kümmern. Ich will euch ja auch noch den Geisterangriff zeigen. Das ist ja auch noch ganz interessant. So, wieder beruhigt. Muss man immer machen. Baby immer beruhigen, sonst ist blöd. Und nach dem Aufsammeln immer mal schnell in die Fracht gucken, dass man alles wieder sortiert. Dass man das Spiel hilft einem dabei, dass man halt dann von der Balance her sehr, sehr gut bestückt ist, sage ich mal. Ah ja, jetzt geht nämlich schon der Zeitregen los. Der Zeitregen ist auch ein Element, das durch den gestrandeten Tod kam. Er lässt alles schneller altern, was er berührt. Also wenn wir jetzt keine Schutzkleidung tragen würden, würden wir jetzt schon aussehen wie ein Opa. So. Yeah, Starbucks-Humor. Oh, verlorene Fracht für den Handwerker. Oh, den nehmen wir natürlich mit. Kann ja 310 Kilo tragen, von daher. So, Zeitregen ist immer schon ein Zeichen dafür, dass gleich Geister kommen können. Und ich glaube auch, ja, die lassen nicht mehr lange auf sich warten. Ja, da vorne kommen sie gleich. Ich sehe schon hier die ersten Anzeichen. So, ich habe ja genügend Granaten dabei. Warte mal. Genau, so. Wer übrigens über diesen Kampf nicht gespoilert werden will, der schaltet jetzt aus. So, jetzt springt nämlich unser Scanner an. Also der sollte jetzt das Video einfach beenden, weil Spoiler und so. Jetzt springt nämlich unser Scanner an. Das heißt, jetzt kommen die Geister. Die GDs. Die kündigen sich halt immer durch diese schwarzen Haarfäden an. Sieht man hier auch so ein bisschen im Bild. Ich hoffe auch bei YouTube. Und sobald dann BB anfängt zu weinen, wissen wir, die Geister sind da. So, und ich zeige euch jetzt, was im Worst Case passiert und wie man damit sehr gut umgehen kann. Das ist sehr, sehr cool, wenn man das zum ersten Mal macht. Das gibt einem so ein bisschen Kraft im Spiel. So, jetzt können wir mal die Geister ein bisschen rufen. Ah ja, da haben wir sie auch schon. Da ist einer. So. Und normalerweise würde ich mich jetzt hier, ne, Luft anhalten, ganz wichtig. Und dann kann man so um sie herumlaufen. Und dann halt gucken, dass man nicht ihren Weg kreuzt. Man kann aber auch, oh Gott, den Fehler machen und dann passiert das. Und dann kann man sie eigentlich noch versuchen abzuschütteln. Das kann man auch machen und sich hier durchkämpfen. Aber wenn man dann hier das Gleichgewicht verliert, dann passiert was richtig Cooles. Wow, wie ich jetzt einfach hier ohne Probleme rauskäme. Gebt euch mal ein bisschen Mühe. Genau. Jetzt wird's spannend. Oh nein, sie haben mich. Und dann schnappen sie mich und ziehen mich mit. Und dann kommt eine Extinktionsentität. So. Zum Glück habe ich meine Blutgranaten dabei. Denn die braucht man hier nämlich. Und gar nicht zu knapp braucht man die. Ganz kurz. So, die ersten sind nämlich gerade leer.
Wo bist du hin, du Ungetüm? Du musst dich aufpassen. Wow. Das ist jetzt nicht so gut. Wow. Oh oh. Erschreck mich doch nicht so. Ich nehme mal ein bisschen fliehen hier. Oh Gott. Ich muss zugeben, es ist auch das erste Mal, dass ich gegen diesen Typen hier kämpfe. Also normalerweise sahen die Dinger immer aus wie so ein großer Wal. Aber nichtsdestotrotz. Habe ich ja noch Granaten. Oh Gott. So, wo bist du, du Aller Dog? Oh, da hinten, der wollte gerade seinen Laser aktivieren. So, wartet mal. Ja, hier habe ich noch was drin. So, jetzt habe ich dich. So. Ja, wenn er mich jetzt besiegt hätte, hätte er einen leeren Sturz mit mir verursacht. Und dann hätte ich hier für einen riesigen Explosionskrater gesorgt. Muss ich zum Glück nicht. Ich kann ihn auch einfach selber ins Jenseits befördern. Da freut sich natürlich mein Scanner drüber. Sehr guter Kampf. Sehr guter Kampf, Leute. Hat mir gefallen. So, jetzt mal ganz schnell hier das Chiralium einsammeln. Es hat ja nämlich ganz viel Chiralium hinterlassen. Das ist ja so ein Grundelement hier im Spiel. So, schnell alles mitnehmen. Und dann auch meine Ware wieder einsammeln. Das ist immer so krass jetzt hier überall mit diesen Fischen, ne? Also überall diese toten Fische. Weil normalerweise die Extinktionsmonster, die ich so bisher hatte, waren halt alle eher so große Wale. Das erste Mal, dass ich jetzt hier gegen so einen gekämpft habe. Aber hey, ne, soll ja auch mal ein bisschen Änderung geben. So, jetzt aber ganz schnell mein Zeug einsammeln und dann aber ab zum Regisseur, würde ich sagen. So, neue Schuhe und mein Akku laden. Zum Glück hat da hinten ein Spieler einen Generator aufgestellt. So, erst einmal meine Fracht neu ordnen. Immer wichtig. So, und dann habe ich meine Mule-Stiefel. Ich weiß nicht, ob die sind nicht so gut. Aber ich habe hier meine Bridges-Stiefel. Die kann ich mal anziehen. Aber auch schon relativ mitgenommen. Ich glaube, Stiefel habe ich gerade keine so guten, oder? Warte mal. Naja, doch, das sind ein bisschen mehr Guns, aber halt auch nicht so krass. So, dann schnell meinen Akku aufladen. Einen Monster Energy trinken. Ja, es ist wirklich, wenn man im privaten Raum ist, ist es wirklich ein Monster Energy. Und dann ist es von hier aus eigentlich gar nicht weit zum Schrotthändler. Nämlich einfach nur hier so ein bisschen den Weg hoch. Also man hätte hier eh dann durch das böse Gebiet gemusst. Was ich jetzt aber zum Glück bereinigt habe von all dem Bösen hier. Soll ich hier noch irgendwas rumliegen? Wir scannen mal die Gegend. Nö. Sieht ganz gut aus, oder? Okay. So, und da vorne geht es zum Regisseur, zum Schrotthändler.
Hier unten nochmal Chiralium, das nehmen wir natürlich mit. Ja, das im Groben ist so eine typische Stunde in Death Stranding, ihr lieben Leute. Wie gesagt, das Pacing ist extrem langsam. Ich habe mir aber auch sehr viel Mühe gegeben, euch nichts aus der Story zu zeigen. Also ich hätte jetzt hier natürlich auch ein paar mehr Dialoge vielleicht noch hervorkramen können. Habe ich jetzt natürlich bewusst nicht gemacht, weil ich wollte, dass ihr nicht so hart gespoilert werdet, sondern eher so einen Eindruck von dem bekommt, was hier so das alltägliche Gameplay einfach ist. Das typische Gameplay hier im Spiel. Das wollte ich euch hier einfach zeigen. Ja, ich würde sagen, ich gebe jetzt hier gleich mein Zeug ab. Finde hier noch ganz viel verlorenes Zeug. Ist hier jemand gestorben? Okay, warte mal, wir nehmen natürlich alles mit hier, das Zeug hier schon nur rumliegt. Aber alles schon halb kaputt, ne? Also, muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich noch genügend Reparaturspray habe. Eigentlich, boah, ist das gar nicht mehr so gut, mein Reparaturspray. Naja, wer weiß, was ich mit dem Zeug da oben drauf mache, ob ich damit was machen kann. Ja, teilweise ist es natürlich auch Zeug für andere Leute. Hier scheint jemand gestorben zu sein. Ich weiß es nicht. Vielleicht könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben, ihr lieben Leute. Genauso wie ihr mir auch so schreiben könnt, was ihr von Death Stranding haltet. Ich wollte euch einen kleinen Einblick geben. Ich glaube, das habe ich auch gemacht. Ich finde Death Stranding wirklich wunderbar. Es ist wahrscheinlich nicht mein allerliebstes Superlieblingsspiel aller Zeiten. Es ist auch nicht mein allerliebstes Lieblingsspiel 2019. Aber es ist sehr weit vorne mit dabei. Auf jeden Fall ein Geheimtipp. Auf jeden Fall was für Leute, die Spaß haben, in so eine Welt einzutauchen. Ich glaube, das ist super wichtig, dass man das kann und auch will. Es ist kein Spiel für den Mainstream, nichts für Leute, die auf Nonstop-Action oder auf eine in 5, 6, 7 Stunden durcherzählte Geschichte stehen. Es ist eben eher was für Leute, die sich gerne auch Zeit nehmen beim Spielen. Ich glaube, das ist eine recht gute Message. So, völlig verschmutzt und total überladen beende ich an dieser Stelle dieses Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich euch Death Stranding ein bisschen näher bringen konnte. Ich freue mich auf angespornte Diskussionen in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns demnächst wieder in einem weiteren Video. Sam gönnt sich erstmal eine Pause und so machen wir das auch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. BB, euer Hyuga. Und das Witzige ist, dass mein BB in diesem Spiel eine ganz andere Bedeutung mit hat. Also BB in dem Moment auch für unseren Kleinen hier, der jetzt gerade schläft. Boah, da wird er wach, ne? BB verabschiedet sich auch. Bis zum nächsten Mal. Euer Hyuga.